Herzlich willkommen zu Sallys Technikwelt. Heute gibt es ein kurzes Video über die KitchenAid, über meine Küchenmaschinen. Und zwar bekomme ich in meinem Shop, unter den Kommentaren oder auch in den vielen Facebook-Foren und auch auf den Messen immer wieder Fragen zur KitchenAid gestellt. Die Fragen handeln dann um die Gebrauchsanleitung oder um die Pflege, um die Rührelemente. Und es sind oft wirklich immer wieder dieselben Fragen und die möchte ich euch gerne auf diesem Kanal beantworten. Die Fragen habe ich alle sammeln lassen von den lieben Admins, also von den Administratoren der KitchenAid-Gruppen auf Facebook. Und dafür bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich bei euch allen. Es war wirklich super viel Arbeit für euch und natürlich haben jetzt wirklich alle was davon. Auf diesem Kanal sammle ich jetzt die ganzen Fragen und werde jetzt nach und nach immer wieder kurze Videos dazu drehen, sodass ihr einfach mal schauen könnt, wie stelle ich Rührelemente ein oder was muss ich tun, wenn ich die KitchenAid nach Hause bekomme und könnt dann eben hier wirklich die kurzen Videos anschauen. Was ich dazu sagen möchte ist, falls ihr eine KitchenAid bestellt habt oder sie nach Hause bekommen habt, müsst ihr euch erst einmal einfach drüber freuen. Es ist oftmals wirklich so, dass sich nur Leute im Internet melden, die zum Beispiel ein Problem haben und es ist dann vielleicht nur einer von 100 und die anderen 99 sind alle rundum zufrieden und backen und kochen ganz fleißig zu Hause. Von denen hört man natürlich ganz wenig. Deswegen lasst euch da keine Angst machen, wenn ihr eine KitchenAid zu Hause habt, dann freut euch drüber, packt sie aus, lest auf jeden Fall die Gebrauchsanleitung, da ist man nämlich auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite, weiß dann schon mal, für was sind die Hebel oder was muss ich tun, was kann in die Spülmaschine, was muss ich per Hand spülen und so seid ihr einfach schon mal ein bisschen sicherer, kennt euch auch damit aus und das ist auch wirklich die Voraussetzung. Also Gebrauchsanleitung lesen ist wirklich super wichtig, egal bei welchem Gerät, ob KitchenAid, ob Fernseher oder Mikrowelle oder Backofen. Das ist wirklich immer, immer super wichtig und viele Fragen würden sich auch dadurch schon beantworten lassen. Falls ihr dennoch eine Frage habt, wie zum Beispiel, muss ich die Rührelemente einstellen, wenn die KitchenAid bei mir zu Hause ankommt, könnt ihr gerne auf diesem Kanal vorbeischauen und einfach mal schauen, ob ich die Frage schon beantwortet habe. Und wenn nicht, könnt ihr sie mir gerne unter den Kommentaren stellen. Also ein paar Fragen kann ich jetzt schon mal klären, wie zum Beispiel, was muss ich tun, wenn die KitchenAid nach Hause kommt. Wie gesagt, zuerst einmal Gebrauchsanleitung lesen, dann in die Küche stellen und dann einfach Rezepte ausdenken und drauf losbacken und loskochen. Denn es ist auch so, dass die KitchenAid von Werk auf eingestellt ist. Das heißt, die Rührelemente sind schon eingestellt und ihr müsst an der Maschine wirklich gar nichts verstellen. Das Verstellen kommt dann wirklich erst später, nach ein paar hundertmal Gebrauch, wenn überhaupt. Aber wie gesagt, gibt es dazu dann ein separates Video. Jetzt noch ein ganz kurzes Beispiel von einer Frage neulich aus Facebook. Da wurde nämlich gefragt, wie kann ich denn meinen Hefeteig in der Küchenmaschine aufgehen lassen? Bei der Kenwood geht es ganz einfach, weil die eine Hitzefunktion hat, schon im Gerät mit dabei. Aber auch bei der KitchenAid geht das super einfach, weil es dafür nämlich die beheizbare Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung gibt. Und da war es dann einfach so, dass viele andere Nutzer geschrieben haben, Mensch, du brauchst es doch nicht in der Küchenmaschine zu machen. Leg doch den Hefeteig einfach in ein Handtuch ein, stell es auf die Heizung oder an einen warmen Ort. Und da muss ich einfach sagen, war das einfach so ein bisschen fehlberaten. Denn ich finde, wenn man eine Küchenmaschine hat, dann ist es ja auch eine Hilfe und man soll sie ja dann auch benutzen. Das bringt euch ja nichts, die Maschine nach Hause zu stellen und einfach stehen zu lassen und trotzdem weiterhin alles mit der Hand zu machen. Das heißt, ihr müsst euch damit auskennen, müsst einfach schauen, dass ihr euch wirklich auch die Arbeit abnehmen kann und sie wirklich auch immer im Einsatz haben, damit es sich eben auch lohnt, die Anschaffung. Ja, das ist so viel jetzt dazu. Die weiteren Infos und Tipps und Hilfestellungen gibt es dann, wie gesagt, in den anderen kurzen Videos. Und falls ihr wirklich spezielle Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen und ich beantworte sie hier auf dem Kanal. Also ich freue mich auf euch und vor allem auf eure zahlreichen Fragen und Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!